Ja, zuallererst herzlichen Glückwunsch an Eintracht Braunschweig. Daniel, muss sagen, famose Rückrunde gespielt, tolle Leistung. Zum Spiel, ja, wir sind die ersten 20 Minuten gut ins Spiel gekommen, hatten zwei gute Torchancen gehabt durch Taim Goppel und Ivan Pretein, hatten auch einen guten Zugriff. Danach ist uns so ein bisschen der ballferne Halbraum ein bisschen abhanden gekommen, hatten da nicht so einen guten Zugriff. In der Phase hat Braunschweig auch wirklich sehr, sehr gedrückt, war sehr intensiv, hatte immer wieder gute Tiefe im Spiel auch gehabt. Haben dann das Standardtor kassiert, haben dann in der Halbzeit etwas umgestellt, mussten natürlich mutiger agieren, mussten früher anlaufen, haben mit zwei Wechseln auch viele Offensivspieler dann auch noch gebracht. Hatten dann zum Ende hin noch die Torchance von Ivan Pretein in der Box, hatten noch den Abschluss von Lee, haben alles probiert, haben die Fünferkette aufgelöst, haben Vukotić nach vorne gebracht, am Ende noch Florian Stritzel bei einer Standardsituation. Es hat aber alles nicht sollen sein. Wir haben einfach über unseren Flügel, den wir bespielen wollten, weil wir dann auch viele Stürmer dann auch in der Box hatten, einfach diese Konsequenz vermissen lassen, diesen Punch vermissen lassen. Kann meiner Mannschaft im Großen und Ganzen keinen Vorwurf machen. Wir wussten nur um die Stärken der Mannschaft von Braunschweig, was das Umschaltspiel angeht. Haben sie da relativ gut im Griff gehabt, was unsere Restverteidigung angeht. Aber es hat alles nicht sollen sein. Wir haben das zweite Spiel leider nach einer Standardsituation verloren. Und jetzt gilt es, die Relegation zu sichern, in die Köpfe reinzuhören, den Jungs weiterhin Mut und Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben. Aber natürlich auch diese Dinge, die ich gerade angesprochen habe, im letzten Drittel, diese Konsequenz, dieses Risiko einfach dann in der Trainingswoche auch umsetzen und verbessern. Vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Glückwünsche. Und das schon mal vorweggenommen, ich wünsche euch alles Gute für den letzten Spieltag und für das, was dann danach noch kommen wird. Erste Halbzeit war gut von uns. Ich glaube, Wien hatte schon zwei Riesenmöglichkeiten, aber ich war sehr, sehr einverstanden mit der ersten Halbzeit, mit der Intensität, mit dem, wie wir über weite Strecken gegen den Ball agiert haben, aber dann auch mit dem Ball es immer wieder geschafft haben, uns Momente im letzten Drittel zu erarbeiten. Ich glaube, dass wir auch die Möglichkeiten hatten für mehr als dieses eine Tor. Und wir wollten natürlich genauso weitermachen in der Halbzeit. Die ersten 5 Minuten waren bodenlos. Ich muss sagen, wir sind überhaupt nicht gut aus der Halbzeit gekommen und haben danach eigentlich nur noch verteidigt. Ich weiß nicht, wie Thomas Tuchel sich fühlt nach dem Champions-League-Halbfinale, wo er ja auch nur reagieren musste. Unfassbar. Der erste fällt aus, der zweite fällt aus, der nächste hat einen Krampf, dann wieder eine muskuläre Geschichte. Das, was uns eigentlich im Laufe der Saison gar nicht passiert ist, ist heute irgendwie gefühlt alles auf einmal gekommen. Wir haben versucht, mit allen Spielern das Ding irgendwie festzuhalten, zu verteidigen. Das, was uns ausgezeichnet hat seit November, dass wir uns in jeden Ball reinschmeißen, dass wir für uns, für die Fans kämpfen bis zum Ende, haben wir gemacht. Nachher zu 10 das Ding irgendwie über die Zeit gebracht. Und ich bin wahnsinnig stolz auf alle, auf die Zuschauer. Unfassbar, wie sie uns unterstützt haben, wie laut sie heute waren, wie sie der Mannschaft Kraft gegeben haben. Unfassbar, was die Jungs seit November geleistet haben, jeden Tag. Nicht nur die im Rampenlicht stehen, nicht nur die 2, 3, 4, die immer wieder in der Presse und so genannt werden, sondern alle. Wenn du Erfolg haben willst, dann ist das immer eine Teamleistung. Dann geht es auch immer um die, die hinten dran sind, die ihre Rolle akzeptieren müssen, ohne nachzulassen. Und das haben wir, Hut ab, eigentlich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat gelebt. Und ich glaube, dass wir auch einfach es geschafft haben, völlig verdient in dieser Liga zu bleiben. Eintracht Braunschweig gehört in die zweite Bundesliga und das haben wir geschafft und deswegen freue ich mich für alle in dieser Stadt, in dieser Region und bin sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben. Danke.